Der Wald leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Allerdings muss man dazu sagen, dass er auch wesentlich betroffener vom Klimawandel ist. Und wichtig ist zu wissen, wie man künftig mit der Waldwirtschaft weiter vorgeht, um hier klimafitte Wälder zu bekommen. Ein Punkt ist die Aufforstung, standortgerechte Aufforstung von Mischbeständen. Das ist das Thema der Zukunft. Das heißt, ich muss mir überlegen, bei meinem Standort, den ich habe, mit welchen Baumarten kann ich zukünftig unter der geänderten Klimabedingungen arbeiten. Ich muss mir ein Ziel setzen und mir überlegen, was sind das für Bäume. Zweitens, welche Bäume passen auf diesem Standort? Ganz wichtig, nicht jeder passt auf jeden Standort. Und drittens, welches Konzept verwende ich, welche Mischungen verwende ich, um hier Mischbestände, klimafitte Bestände zu bekommen. Das ist bei der Aufforstung. Bei der Waldpflege, die genauso wichtig ist für den Erhalt klimafitter Wälder, ist es entscheidend, dass ich rechtzeitig dabei bin, dass ich rechtzeitig die Bäume in der Dickungsphase freistelle und ihnen genug Raum gebe, damit sie sich ordentlich und stabil entwickeln können. Die Abteilung Forst- und Bioenergie der Landwirtschaftskammer Oberösterreich beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Klimawandel und der im Zuge des Klimawandels gebotenen Waldwirtschaft. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, kommen Sie zu unseren Beratungen in die Bezirksbauernkammern. Besuchen Sie unsere Weiterbildungsveranstaltungen des LFIs. Wir helfen Ihnen gerne weiter.